Ja, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer Ankündigung, in meinem Fall die erste. Ich wollte mich eigentlich nur kurz melden. Morgen Abend wird wieder aufgezeichnet auf dem ETS2 Multiplayer Server. Wir sind wieder mit einigen Leuten dabei und diesmal wird nicht nur aufgezeichnet für YouTube von Jeffrey Miles. Beschreibung unten. In der Beschreibung gucken, da findet ihr die Links. Sondern wir werden auch diesmal live auf Twitch dabei sein. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr auch dann unten in der Beschreibung gleich. Oder ich werde ihn auch einblenden. Muss ich mal sehen. Ich denke mal, wir können auf jeden Fall mit dem halben TBL-Team rechnen. Wenn nicht mit dem ganzen. Achso, Startzeit haben wir mal gesagt 20 Uhr. Das sollten wir, denke ich, auch alle soweit miteinander schaffen. Und ansonsten, ja. Das war's eigentlich schon. Ansonsten fahren wir einfach gerade noch hier so in dem Video ein bisschen durch die Landschaft. Ich bin gerade auf dem Weg nach Lyon und zeigen wir euch noch ein paar Meter von. Ich habe im Schlepptau habe ich noch einen Pascal, der fährt noch solo ein bisschen hin und her. Hallo Pascal. Mahlzeit. Vergesst aber bitte nicht zu sagen, mit dem Startort. Der wird auch angekündigt. Startort, den werden wir allerdings jetzt noch nicht ankündigen, weil wir den selber noch nicht wissen. Wir treffen uns logischerweise vorher, um das Ganze vorzubereiten. Ja klar, ich meine ja auch im Anzeigen, Startort und so weiter. Das kann ich euch noch gar nicht so sagen. Wird aber dann tatsächlich morgen Abend dann soweit sein. Ich werde auch während des Streams immer wieder mal ein Laufband einblenden lassen, welche grobe Richtung wir denn so drauf haben. Sprich, falls ihr uns sucht, dass ihr uns auch findet, wo auch immer wir sind. Ja, und ansonsten tuckern wir jetzt gerade noch hier auf freier Strecke. Ich bin daher gekommen, wo wir bei der letzten Aufsession angehalten haben. Ich würde euch jetzt noch nicht sagen, wo das war, denn ich möchte Jeffrey nichts vorwegnehmen. Ansonsten sind wir jetzt auf dem Weg nach Lyon. Ich habe vermeinte 23 Tonnen Tiefkühlkost bei. Was die Franzosen damit wollen, weiß ich zwar noch nicht, aber irgendeine Verwendung scheint Tradeux dafür zu haben. Ja, noch 550 Kilometer rund. Dann sind wir auch schon fast da. Und zurzeit befinden wir uns wo? Irgendwo. Nirgendwo. Ich würde sagen, wir sind auf Richtung Innsbruck. Hinter München sind wir irgendwo unterwegs. Auf freiem Flug auf der Autobahn. Und so fahren wir jetzt einfach noch mit euch gemütlich in den Abend hinein. Und dann schauen wir mal, was das noch so gibt heute Abend. Genau, das nächste ist dann Zürich, müsste das da hinten sein. Bist du noch dran, Pascal? Ich sehe dich gerade so noch. Nur 350 Meter hast du. Du bist gerade wieder in der Kurve rein und ich bin gerade die Kurve zuvor. Was ist immer, das ist doch schon eine genaue Angabe. Grenze Österreich-Deutschland. Ja, sind wir hinter München, kurz vor Innsbruck. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Innsbruck fahren hier vorher. Nein, Innsbruck kommen wir gar nicht mehr. Zürich. Ich sage, da fahren wir jetzt auch hin. Da fahren wir jetzt ja auch hin. Haben wir ein paar Kilometer Landstraße. Und schon wieder mal ein Ticket. Wo ist das Ticket? Es hat nicht geblitzt. Es war zwar eine Blitze da, aber es hat nicht geblitzt. Finde ich jetzt gut. Oh, das ist eine enge Ausfahrt. Also nichts draus. Yep.
Und dann oben links Richtung Zürich-Stuttgart. Was ist dann bei mir? Doch, links. So, wenn du oben hoch bist, jetzt erstmal rechts von der Autobahn runter, klar. Und dann links halten Richtung Zürich-Stuttgart. Aber pass auf, hier kommt ein ganzer Konvoi entgegen. Von links. Ja, und vor mir bremst einer gerade. Dem ich gerade leider ein bisschen auf dem Anhänger gefahren bin. Und dann weiter Richtung Zürich halten erstmal, ne? Drück mal die Taste 2 und dreh dich mal rum. Kann ich hab Kurve. Ja, ich merk's. Wo willst du denn hin? Ja. Ich vergesse, auf die rechte Taste zu drücken. Mal gucken, ob ich in Zürich eine Fracht nach Lyon habe. Dann nehme ich eine Fracht nach Genf auf. Von denen lässt mich natürlich keine Sau rein. Ja, weil ich vorne leider die Straße ein bisschen blockiert habe. Ich fahr schon mal vor bis nach Zürich. Ja, ja. Das war jetzt schon ein Klassiker, du willst rausgucken und hängst dich volle Kanne auf. Und jetzt hängen wir mitten im Konvoi drin. Klasse. Zwischen den roten. Ah, zwischen den Argomax-Jungs hier irgendwie. Oder zwischen WTTT. WTT. Ne, Agromax heißt die Truppe. Ach, Agromax, da waren sie. Moin. Na, Slayer, mitten in der Aufnahme drin gezimmert. Der fickst am Schwanz. Das macht doch Slayer gerne. Steht doch auch in der Aufnahme, Junge. Mann. Ich würde sagen, da oben ist ein Rocco. Kennt ihn jemand? Ja, das ist ESTV Sim. Okay, dann bin ich wieder. Tschüss. Der arme Slayer. Unser Slayer hier. Unser Slayer-Mäuschen. Ach, mal sehen, die kriegen wir morgen Abend bestimmt auch mit auf den Stream. Ich denke. Unseren Senior, wa? Dann sehen die mal, was das für ein Chaot ist. Ey, ich hab TBL hochgehalten. Ja, die anderen Jungs sind fahren ja alle vernünftig. Na, den Rest werden wir morgen Abend mal sehen. So ein, zwei Ausnahmen. Danke. Ich nehme das jetzt nicht persönlich. Wir sollten das von uns reden, Waldi. Ach ja. Da wo wir gerade bei TBL waren. Ich komme wieder hoch auf die Autobahn. Ich bin noch nicht mal in Zürich. Ich sag's ja noch, ich bin schon wieder auf dem Weg auf die Autobahn. Ich hab wieder mal Skodas geladen. Aha. 9 Tonnen. Wie viele Tonnen hast du nochmal? 23?
Dann müsste ich ja jetzt schneller sein als du. 23 Tonnen Tiefkühlkost. Naja, wenn du Hunger hast, brauchst du nur die Ladeluken aufzumachen. Hör mal, ob ich die Ladeluken auf- oder zumache, Mann. Kalt ist es draußen sowieso. Auftauen tut das nicht. Nimmst du einen Flammenwerfer mit? Nee, damit muss ich den Motor vorheizen. Ich bin auf der zweiten Ausfahrt Zürich. Jo, ich hab grad die erste passiert. Dann müssen wir nochmal Genf abfahren. Ah, hast du Ladung für Genf? Ja. Ich habe 6 Skoda-Fahrzeuge für Genf. Müsstest du die nicht eigentlich in Prag laden? Müsste man die nicht eigentlich bei Prag laden? Wieso? Das sind doch die Skoda-Werke. So, komm jetzt eigentlich an die zweite Auffahrt ran. Gib Stoff. Ich sehe dich schon da hinten. Antuckern. Antuckern, ich habe 90 auf dem Tacho. Tuckern. Ich kann hier schon bald reingucken. Make in Poland. Aus ihren geklauten Mercedes und VW. Ja, wir müssten dann, wenn wir Lyon haben, müssen wir nochmal nach Polen rüberfahren. Vielleicht haben wir da so Leute, die uns gerne die Räder wegklauen. Mach langsam, wir haben eine Schnarchnase vor uns. Oh, hawa. Er fährt ja auch nur ein Benz. Ja gut. Dann sei ihm verziehen. Oder? Ich glaube, es ist ein Benz. Man nennt das Auto ja nicht umsonst der deutsche Fiat. Nee, ist doch kein Benz, ist ein DAF. Ist auch nicht besser, wahrscheinlich ein neuer DAF. Da hat er dich weggenietet. Fuck you. Weil ich hab dich nur schlingern sehen. Ja, ich war neben dem und er drückt mich in die Leiblage, dieser Pisser. Pissnäcker. Eia. Das kriegt er jetzt gleich zurück, wenn ich überholt habe. Vielleicht. Wegen dem Pisser habe ich 7 auf der Fracht. Ein Skoda schon kaputt. Ein Skoda schon kaputt. Ich geb dir mal eine Sprühdose, kannst du wieder ein bisschen beilackieren. Ach, hilft nichts. Brauche ich auch ein Bollengerät. Dann nimm den Skoda und setz ihn auf den Motorhaube. Schon mal die Zugketten lösen und dann unvermittelt 3 Gänge zurückschalten, damit das Ding hinten runterfliegt. Wird nur, dass ich nicht selber schalte, ne? Ja, also ich Automatik lasse. Hast du eine Vollautomatik? Hast du echt Automatik laufen? Mhm. Oder Vollautomat? Voll. Weil ich laufe bei Hut auch im Vollautomat. Ich muss immer nur. Was ist denn jetzt los? Flash. Hat er dich weggenietet? Port. Was hat er für eine ID? 912. 902. Ramming. And Blocking. Hat er mich gerade aber auch. Der zieht hier immer hin und her auf dich auf der Bahn. Und das Schöne ist, Leute, wir haben euch als Zeugen für das Spiel. Was haltet ihr davon? Wollen wir mal mit ihm spielen, Arschbacken zusammenkneifen? Nee, nein. Nur, dass ich diesmal das Opfer Waldi heißt? Das wäre mal eine echte Neuerung, ne? Ach, ich hab schon wieder so einen Spruch da hinten im Auto. Ist doch mit dem Mercedes. Oder? Jo, und der hat sich quergelegt. Warum bremst der hier mitten auf der Autobahn? Kann mir das meiner verraten? Der fährt hier Schlangeli. Hat der gesoffen?
Der Wichser hat sich jetzt schön quergelegt, der mir meines schönen Skodas kaputt machen wollte. Mir hat sich gerade auf, mich hat er gerade auch wieder abgedrängt. Wo hängst du? Komm, ich spiel mal das. Bin gleich hinter dir. 200 Meter hinter mir. Nee, wir sind ja keine. Wir sind ja keine besagten Arschlöcher. Mal besser hinter der Knalltüte bleiben, ey. Das ist doch mal ein schönes Spiel spielen. Einer überholt rechts, einer überholt links. Einer kommt so oder so vorbei. Und der andere steht unten in Bern. Wenn der eine weggerammt wird, der andere drückt ihn dann wieder weg. Nur ist er der andere halten. Das war ein Duff, ne? Ja. Oh, Tempomat rollert bei 90 vor sich hin. Dann sind wir ja schon bei Bern vorbei. Wo sagtest du, musst du noch hin? Ich muss nach Genf zu Postbett. Vom Arschbacken rumrutschen, wa? Heißt ja Postbeat, die Firma. Und so fahren wir gemütlich dem Sonnenuntergang entgegen. Die Sonne geht sogar im Westen unter. Ist dir das aufgefallen? Da darf ich noch. Ja, ist mir aufgefallen. Ich denke mal, ich werde jetzt demnächst nochmal das, werde auf echte Automatik umstellen und werde dann das Drucksystem aktivieren bei mir. Das habe ich nur für die Traxxer Map gemacht und da geht es mir eigentlich nur auf den Senkel. Gehört sich aber eigentlich, ne? Aber normalerweise ist auch nicht nach dreimal Bremsen der scheiß Tank leer. Auch richtig. Was hier leider Gottes der Fall ist. Kommt aber auch wieder drauf an, wie stark du die Bremsen einstellst. Mit Tastatursteuerung kann ich nur Vollbremsung. Weil ich ja nicht weiter dosieren kann. Ah, ich habe mittlerweile meinen FH16 auch ganz lieb gewonnen. Mit dem kann man auch ganz gut fahren. Da muss noch der ordentliche Hütte drauf. Man kann mit jedem LKW ganz ordentlich fahren. Soll ich dir mal gleich mal meinen Mercedes zeigen? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt den DAF des letztes am Wickel, den neuen. Und ich muss sagen, der gefiel mir gar nicht. Der gefiel mir gar nicht. Du kamst am Hang nicht aus dem Quark. Ich zeig dir gleich mal meinen Majestics, wie der aussieht. Also wenn ich Singleplayer fahre, ist mir das alles egal. Aber wenn ich im Konvoi fahre, hasse ich es wie die Pest, wenn alle am Hang vorbeiziehen und du da wie so eine dämliche Schmeißfliege kleben bleibst. Es kommt drauf an, wie viel Tonnen man hat. Ja gut, aber ich habe meistens das Glück, so ein Stream 25 Tonnen fahren zu müssen. Ja, ich nicht. Und dann ist man schon besser bedient, wenn man einen Volvo oder einen Scania hat. Also ich habe immer das Glück mit meinen 3, 6, 9 Tonnen. So, nächste ist Genf, da müssen wir runter, ne? Ja. Und dann wechsle ich mal meinen LKW zum Mercedes. Hast du auch einen Mercedes? Ja, aber da sitzt ein Fahrer drauf. Ja und? Ist doch egal. Den kannst du auf deinen LKW so lang stellen. Nö. Das
fängt er schon wieder von vorne an mit seinen 3000 Stunden Fahrzeit. Zum Beispiel noch Ladung dann ab hier in Genf. Ich meine, das machen wir dann in Lyon. Ich stelle jetzt um dann auf Mercedes, wechsle dann wieder zurück nach Genf. Ab Lyon würde ich, denke ich, nicht weiterfahren für heute Abend. Weil es ist nämlich eine Tour nur extra für euch da draußen. Das war ja gerade eine niedliche Hupe, von dem aus uns da entgegenkam. Mäp. Mäp. Die war ja niedlich. Aber ich denke mal, für morgen für die Aufnahmen werde ich mal meinen Majestix ausgraben. Mal schön das Deutsche Reich hochhalten, ne? Ich will nur noch die Kreuze. Rechts und links drauf. Deutschen Bundesadler, bitteschön. Du bist jetzt auf der Linksabbiegerspur, ne? Ich weiß, dass ich auf der Linksabbiegerspur bin. Du kannst vor mir reinziehen, rechts. Solange der mit seinem Volvo hier mal aus dem Knick kommt. Aber das hat da sowas wie eine rote Ampel. Bei mir war es grün. Und jetzt biegt er von der rechten Spur aus ab und schneidet mich. Report! Solche Wichser kann man eigentlich nur reporten. Weil ich habe mich vorbildgerecht links eingeordnet. Boah, wie holt der aus? Ihr müsst in der Einfahrt aufpassen, da stimmt irgendwas mit den No Collision Areas nicht. Ich bin schon längst beim Abladen gewesen. Ich bin jetzt gerade mal schnell noch dabei, meinen Truck zu wechseln auf Majestic Arctros. Gut, ich stehe vor der Zufahrt von Postbett. Oder ich komme rüber zur Werkstatt. Garage, Werkstatt, ja. Ach ne, du bist in der Garage aufgepflanzt. Ja, ich werde jetzt auf normal auf die Garage zurückgesetzt. Nach Nürnberg, wenn ich das Fahrzeug wechsle. Und jetzt komme ich wieder nach Geneve. Vorsicht! Fahrer, fahr rum! Willst du hier noch eine Fracht suchen? Guck auch nochmal nach einer Fracht, ansonsten fahr ich leer mit. Sind wir hier ein bisschen im Kreis gefahren, aber das macht nichts. Du fährst nur bis Lyon, ne? Ja. Ich habe eine Fracht nach Dijon. Wo ist denn Dijon wieder? Dijon ist genau über Lyon und über Genf. Das ist eine entgegengesetzte Richtung von hier aus. Ja. Fahr ich leer mit. So ist mittlerweile grün? Nein. Bist du rechts raus? Ja, ne? Links. Na doch, da rechts raus ist der Einfahrt hier. Also im Prinzip wieder Richtung Postbett. Ach, da hätten sie sich doch muss schon. Allerdings hier in dem LKW noch was machen.
Was heißt erstmal Uferwerkstatt? Dachkonstruktion. Ja, wir können mal kurz aufs Weißschussgelände fahren. Ich muss die Dachkonstruktion noch ändern. Wenn der da mal fahren würde. Das war jetzt gerade riskant, was du gerade betrieben hast. Ich weiß, dass das riskant war. Gucken wir uns doch hier einfach mal kurz um. Bis ich meinen Truck fertig habe. Jo. Einfach mit der Flycam mal hier einen kleinen Flug veranstalten. Wird ja schon wieder Abend. Also bei mir auf dem LKW mache ich meistens immer schön viel Licht dran. Ja gut, mir ist es manchmal ein bisschen zu hell schon, weil ich dran dran habe. Der nicht da hinten eine Fracht? Doch. Wumme? Du hast Sidepipes, die ich gerade habe, ne? Ich bin gerade nicht bei dir. Ich bin gerade nicht bei dir. Aber jetzt gucken wir uns doch mal anderen Autoschen. Rollender Weihnachtsbaum halt, ne? Für deinen gibt es eine Seitenverkleidung. Nee, ja, die Seitenverkleider, Seitenverkleidung. Bei Doppelachser. Die gibt's aber nur für Majestics dann, ne? Was? Die Seitenpipes, ja. Die gibt's nur für Majestics. Bei Doppelachser. Ja. Weil ich weiß, für mich gibt es das nicht. So gemein, aber Seiten, ich muss. Hab ich schon den neuen? Ich glaube, ich hab noch den alten. Ja, du hast den alten. Soll ich dir den neuen mal zeigen? Ja, ich habe den alten. Ich habe hinten noch die anderen Lichter drauf. Ja, ne, das passt schon. So, da musst du mal noch ordentliche weiter. Hütte drauf. Also Vollgas, so. Wa? Wo muss eine schöne Hütte drauf? Bei mir. Bei mir ist auch noch die zweitstärkste Hütte nur drauf. Bei mir ist die kleinste Hütte drauf. Krieg doch, oder? Für den Anfang. Da würde ich ansonsten eigentlich pleite bin, ja. Da bin ich echt mal gespannt, wann das mit dem Überweisen drankommt. Das ist mir relativ wurscht, die Überweisungsgeschichte. Mir wäre wichtig, dass das Firmensystem endlich machen. Ich hab Rot. Jetzt habe ich grün gekriegt. Das Einzige, was ich bei Majestics ein bisschen hasse, ist der Spritverbrauch. Der ist gigantisch, ne? Jo. Aber gut, sonst da ist das Scania aber nicht viel besser. Ach doch, das Scania ist wesentlich besser. Mit der großen Maschine, mit der ganz großen? Ich komme jetzt mit dem Tank, mit der größten Maschine, komme ich 1300 Kilometer weit. Oder? Ich guck nochmal. Nee, Entschuldigung, 3140. Und mit dem vollen Scania-Tank komme ich 3400 Kilometer weit. Nur hat der Scania auch die doppelt so große Maschine. Naja, doppelt so groß nicht. 598 zu 730 PS.
Ist zwar ein kleiner Unterschied, aber da man ja eh auf dem EU 190 fahren kann, merkt man es. Alter. Was ist los? Ohne Blinken einfach abbiegen. Ich hatte den Blinker an. Kannst du ja gleich sehen, wenn es hochgeladen ist. Ne, ich glaube, das soll gelegen haben, dass ich zu weit zu nah an dir dran war. Das garantiert beste Angebot zu Weihnachten von Sky. Oh, ich muss mal ran, hier ist wieder aber cheap laufen. Aber ich finde das gar nicht, der Mercedes, der hat eine gute Innenausstattung. Die sieht geil aus. So, können wieder. Ich frage mich ja, wie sie den Actros 4 umsetzen, wenn sie ihn umsetzen. Den MP4? Mhm. Da bin ich aber gespannt. Weil der ist ja von innen richtig genial. Mit diesem zweiten, mit dem verschiebbaren Beifahrersitz, weißt du? Mhm. Und das Display, das angenehmste Display, finde ich, hat der neue DAF. Der DAF ist der jetzt richtig geil vom Innenausstattung. Mhm. Der neue. Aber mit 510 PS, da kommst du auch nicht vom Fleck. Das sag ich ja. Der neue DAF kommt nicht aus dem Quark. Ab 15 Tonnen kommt er nicht aus dem Quark. Bis 15 Tonnen hat er einen richtig geilen Anzug. Und danach gibt es keinen mehr, wa? Ja, was haben wir denn da? Herzlich willkommen in Frankreich, wa? Ich sag nicht, das ist eine Mautstation. Nein. Jetzt machen wir keinen Schlenker, ich bin nämlich quasi neben dir. Deswegen mache ich ja einen Gang langsam, weil ich dich vorlassen wollte. Aber da vorne kommt die Mautstation. Deswegen nehme ich schon mal ein Tempomat mal raus. Was ich bei dem Automatikgetriebe echt ein bisschen blöd finde, dass er immer zwei Gänge schaltet. Wieso bei mir nicht? 1, 3, 5, 8, 9. Ab dem 8., 9., 8. Gang schaltet der Eingang für einen Eingang nach dem anderen. Kommt auf, wie viel Last du drauf hast. Habe ich gerade irgendeinen Auflieger? Ich glaube gar keinen, oder? Nee. Da kann das sein, dass er das so macht. Dann würde aber auch zum Beispiel der echte Actros direkt im zweiten oder dritten Gang anfahren. Nur mal so am Rande erwähnt. Stimmt auch wieder. Bitte freundlich lächeln. Ach ne, die knipst von hinten. Ach, wir haben ja sogar 90 hier. Kann ich rüber? Ja, schon lange. Ah, Mist, ich kann nicht rüber, weil die oben auf dem Schild steht zwei Spuren und ist nur eine. Da müssen die Leute von der Originalmap echt noch was einfallen lassen, dass sie die endlich mal ordentlich machen. Da muss ich sagen, Lob an die Traxim, Leute. Ja. Oh, Achtung, wo Baustelle. Wo ich echt mal drauf gespannt bin, ist auf die Scandinavia Map. Wenn die mal endlich kommen tut.
Weil so wie ich das schon gesehen habe, ist die von dem Mod her richtig geil gemacht. Gebe ich, so wie ich es gehört habe, im Februar irgendwann rauskommen. Die sollte doch eigentlich schon diesen Herbst da sein. Weißt du, was auch noch eine gute Scheiße ist von Majestic? Nein. Guck mal deinen Rückspiegel. Ich sehe dich nicht. Das ist die andere Scheiße von Majestic. Du bist 250 Meter weit weg. Mhm, das ist die Scheiße von Majestic. Das heißt, ich ziehe dir mit meinen 26, mit meinen 23 Tonnen, ziehe ich dir weg? Mhm. Wie kann denn das? Keine Ahnung. Wie geht das? Keine Ahnung. Da überholt jeder DAF. Wahrscheinlich auch Iveco, wa? Sogar der Renault wird sich da überholen. Ja, die Renaults ziehen auch nicht wirklich gut. Weil ich habe schon den Magnum getestet. Ich habe auch einen, aber den habe ich gleich dem Fahrer gegeben. 2 Kilometer gefahren, aber abgegeben. Einen MAN habe ich noch im Fuhrpark, aber den mag ich auch nicht so besonders. Den finde ich in Ordnung. Der kommt nicht aus dem Quark, da ist wieder das Problem, dass du nur 15 Tonnen darfst. Und bei meinem Glück mit den Ladungen ist das so ein Problemchen. So, ihr da draußen, fast geschafft, noch 26 Kilometer. Dann haben wir immerhin fast eine Viertelstunde aufgezeichnet. Puh. Muss ich schon wieder 3 Teile draus machen. Aber nix da, das gönne ich euch im Ganzen. Nanu, jetzt wird es aber eng hier von den Kurven. Dann müssen wir ein bisschen vom Gas gehen hier. Sonst fliegen wir noch. Jetzt habe ich wieder einen Vorteil, ich kann voll auf dem Gas stehen bleiben. Weil der Majestic eine relativ hohe Stabilität hat, ne? Der ist ja elend lang. Na bitte, herzlich willkommen in Lyon. Muss ich denn überhaupt hin? Ach, da vorne rechts muss ich. Gut, ich wechsle nochmal wieder meinen LKW. Da sind wieder Rangierkünstler bei der Arbeit, ich sehe es schon. Und jetzt gucken, ob ich mich besser anstelle. Auch nicht wirklich. Ja, an der Stelle sage ich auch einfach mal, gucken wir uns noch die Auswertung an. Und dann sage ich mal, hoffe ich mal, dass wir uns morgen Abend sehen. Wir uns sowieso bald. Ansonsten, wer will, wie gesagt, einfach über die ganze nächste Woche dann die Folgen bei Jeffrey Miles angucken. Links zu seinem Kanal wird es unten in der Beschreibung geben. Sonst sage ich mal noch einen schönen Sonntagabend
guten Samstagabend, so Sonntagabend. Da werden wir schon am Aufzeichnen. Samstagabend natürlich. Und dann adios.